Ja, Saft und Ehre, meine lieben Freunde, da sind wir wieder bei Borderlands mit Steve und einem weiteren Hallo. Gast, und zwar dem Marvin. Hallo. Ja, wir haben jetzt eine Weile wieder nicht gespielt. Jawohl, das stimmt noch nicht mal. Wir haben privat Borderlands zu dritt Ja, gespielt. ich Das ist wollte jetzt so aber. ein Ein Jahr her. ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, ich wollte halt jetzt eigentlich auf die Aufnahme hinaus, weil das letzte Mal, als Achso. wir aufgenommen haben, ist ja irgendwie gefühlte 2 Wochen her. Gefühlte 20 Jahre. Minimum. Na, da war ich noch nicht geboren, da habt ihr aufgenommen, ich sag's euch. Ja, ich auch nicht. Scheiße Witz, wir sind im gleichen Jahr geboren. Verdammt. Alter, oh. Er ist mal durch die Gegend geflogen. Ich merke schon, das Ach, wird ein Gott, komplettes Bullshit-LP. Ach, das passt doch. Passt schon. Ja. Passt ja dann zum Channel. So. Jetzt werde ich hier gleich erstmal rausgeportet, so. Wow. Ich hab's Auto wieder rumgedreht. Oh, ich hab's sogar wirklich wieder rumgedreht. Fliegt das Auto eigentlich auch immer? Ja, Ja, ich es habe fliegt das auch. Auto auch umgedreht. Hauptsache Naja, erstmal Bullshit machen. ja, erst 5 Minuten der Aufnahme Autos durch die Gegend schlagen. Ja, weil es Perfekt. am meisten Spaß macht. So, was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Minentorschlüssel abgeben. Minentorschlüssel abgeben. Oh. Wir müssen irgendwo da unten hin. Oh, da steigt mal einer ein. Oder jetzt ist es ja schwer einzusteigen. No, ich bin sogar aus dem Auto rausgeflogen. Ach, ihr wisst nicht, wie oft wir hier mit so solche Spielchen gemacht haben, als wir privat gezockt haben. Ja, kaum. Oh, jetzt bin ich in das falsche Ding eingestiegen. Wir haben das Auto auch nur kaum irgendwie penetriert. Wir haben sehr viele Autos vor allem verbraucht. Ja, der Scooter hat eine hohe Rechnung an uns. Ja. So, du schießt. Ich dachte gerade, ich habe doch gar nicht schießen gedrückt. Es kann übrigens sein, hoppla, dass wir ein, zwei EP-Punkte mehr haben, weil wir gerade noch ein bisschen Vorgeplänkel machen mussten. Ja, weil ich muss die Story ein bisschen nachholen. Ja. Ah, ich Ja, denke, das wird direkt aber die jetzt nicht Abo. so slim sein, Mensch. Ja, direkt die Abo. Neue Waffen, Oh fuck. alles Mögliche. Stimmt, ich Und habe die Tür war vorhin. offen und wir laufen alle übers Dach. Oh. Mann, sind wir Helden. So, abgegeben. So muss das. Oh, Level 14. So. Wir sind leicht unterlevelt. Okay, jetzt müssen wir beschaffen den Schlüssel zum Minentor und bringen ihn zu Headstone. Ah, oh, ich werde Wir gehen. weggeschoben. Lass die Schockkristallernte machen. Wir hin? Achso. Ja, stimmt, die Schockkristallernte. Da können wir das mal jetzt ein bisschen hochleveln. Das finde ich eigentlich Sollen wir ganz das gut. zuerst machen? Würde ich Weil sagen, dann oder? müssen wir erstmal hoch, oder? Ja, eins hoch und dann direkt links. Oh, ich bleib hängen. Auto, geh weg! Ah. Rechts ist es. Wäre noch. Oh, warum muss da das Ding sein? Okay, danke. Ich dachte, ich gebe dir mal ein bisschen Speed. Oh, ein bisschen. Schade, ich dachte, das sieht man nochmal. Also auf meinem Screen hat man es gesehen, aber. Ich glaube auch, hier in diesem Lost Cave hier waren wir ungefähr mehr als die Hälfte in unserem gesamten Spiel. Aber die Gegner sind ja nur Level 15, aber die sind ja leicht zu besiegen. Ja. Also wir werden jetzt hier wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang hocken, aber dafür ist es eigentlich ganz lustig, da man sich hier schön hochleveln kann. Ja. Die geben Ach, mir. warte mal, hier kann man auch schon die nächsten Speicherdecks kaufen. Hier ist ein Schild mit 315 Kapazität drin. Level 15, 16. 300, was? 315. 315, what the fuck? Ich brauch's nicht, ich greife nur aus der Ferne an. Mein Schild hat gerade mal 117. Also, wir sehen da diese lilanen Würmchen da. Diese Krabbenlarven da. Ja. Die sind geil. Ja, ich Wenn habe ich auf 13 ein so neues Schild. rumzappeln würde. Oh, zack, Lol. 3000 kritisch. Man muss den ins Auge schießen, dann trifft man kritisch. Und dann macht es ziemlich kaputt. Ja. Oh, die Schaden gegen Feuerschaden extrem. Die sind gegen alles extrem empfindlich. Aua. Warum tut sie weh? Und ich mache kaum Schaden. Obwohl, doch, wenn ich kritisch treffe, mache ich Schaden. Oh, ein Wunder. Geben übelst viel EP und das Geile ist halt, dass wir hier direkt Automaten haben, falls die Muni ausgeht, was eigentlich nicht passieren sollte, weil die gut immer was hier lassen. Ey, mir Ja, geht die Muni trotzdem eh immer aus. Ja, mit Du bist ja auch SMG ein ist auch Lappen. immer so eine Sache. Ja. Haben wir den Schockkristall da hinten mitgenommen? Das Nein. wäre übrigens vorteilhaft, wenn wir die Mission auswählen würden, dann wüssten wir, wo die Scheißdinger hier sind. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Deswegen mache ich das auch mal nicht. Ja.
Doch, hast du. Machen wir direkt die Skeks oder holen uns die Viecher da hinten nochmal ran, um Level 13 zu werden? Weil ich glaube, die Skeks sind ja nur auch irgendwie Level 14 oder so. Ja, das ist köpfig. Ja, Level 15 Alpha Skek. machen wir lieber erstmal die Krabben. Eigentlich brauchen wir alle drei einfach Sniper. Na, ich mach. Ich bin mit meiner Schrotflinte ganz zufrieden. Muss nachladen. Ich habe leider mit der hier nur 3 Schuss. Hatte ich schon erwähnt, dass ich mir eine neue Sniper gekauft habe vorhin im Shop, die einfach Feuerschaden macht und 70 Damage. Oh. Oh, den hätte ich dir vielleicht lassen sollen. Alles gut. Bin so, ich gewöhnt. Level up. Ja, das ist irgendwie immer so. Dann schießt man einmal zu viel oder na oh, toll. Naja, scheiß drauf. Ach, zum Glück gibt's ja die schöne Fähigkeit, dass man jemanden wiederbeleben kann in diesem Spiel und ist nicht instant tot. Ich glaube, ich habe kritisch getroffen. Ich muss mit diesem Scheißding einfach so oft nachladen. Boah, jetzt bist du mir voll ins Gewehr reingelaufen. Naja, zum Glück gibt's keinen Friendly Fire. Ja, ich glaube, das tut beim Sniper ein bisschen weh dann. Oh, lalal. Ah, es täte, glaube ich, wirklich ein bisschen weh. Instant One-Hit die ganze Zeit tot. Die Dinger geben so viel Erfahrung. Ja. Ah, ich bin gleich auch Level 13. Ich bin gleich Level 12. Ich bin voll unter der. Wieso schieße ich eigentlich drauf? Keine Ahnung. Du fragst dich, warum du an da unten Muni verbrauchst. Guck mal die Sniper. Bitte? Ach, scheiße. Guck mal hier die Sniper. Ja. What the f... Geil. 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 Jetzt one-hittest du die nicht nur, sondern jetzt doppelt one-hittest du die. Penetriere ich sie einfach nur noch. Ich würde mir erst die Waffenkiste holen, bevor wir da die Skeks machen. Vor denen habe ich nämlich dezent Respekt. Das ist das gleiche Visier, nur leider diesmal kein Feuerschar mehr, aber egal, das macht einfach mal... Okay, wir haben hier Revolver. Level 15er und 16er. Wenn ich nichts dagegen habe, würde ich mir... 7x7. Oh, 37x7, holy. Was ist irgendwie verloren gegangen? Nimmt ihr die noch mit oder soll ich die mitnehmen? Ja, die letzte kannst du mitnehmen. Achso, ich muss das Level 15 haben natürlich, ja klar. Achso, wir kämpfen schon. Okay. Ja, es sind nur die kleinen Skeks. Die großen habe ich schon nicht gelockt. Da oben die. Ohne Sirene fühle ich mich so untanky. Ist die Sirene echt eigentlich... Boah, lalalala. Ja, durch die 70% Damage Reduction ist die schon ganz schön tanky. Hier sind ein paar Medikits gedroppt. Die könnte ich dezent verbauen. Oh. Nee, finde ich nicht. Dass die einen auch immer so anrammeln muss. Ach, jetzt muss ich nachladen. Da die ganze Zeit. Bestimmt nicht mein Ulti. Ah. Aua. Von wo bekomme ich Schaden? Oh, da hinten ist ein Knaller da. Übrigens. Boah, kritisch. Ich hab die gerade kritisch getroffen. Guck dir seine Lebensleiste an. Oh ja, der hat hier richtig viel Leben verloren. Was ist denn hier nur... Ach Vince, du nimmst doch by the way auf, ne? Ich sollte vielleicht mal nachkommen. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Ja, dann nimmt doch. Banditen! Ach, jetzt trifft doch endlich mal. Ah, ich treffe. Oh Gott, haben die große Schäden. Nice. Vor aus dem Leben geböllert. Ja, das ist mit einer Schrotflinte auf Nahkampf. Wollen wir den Schläger machen oder erst die Skeks? Das ist fest oder? Ich würde sagen, erst die Skeks, oder? Ich habe eine Granate reingeworfen, jetzt müssen wir die Skeks machen. Oh, ich habe keine Granaten, perfekt. Bah. Oh, da kommt der. Autsch! Wäre gespannt, wie oft die diesmal verrecken hier. Das erste Mal sind wir nur einmal verreckt und das auf dem Rückweg, weil die alle nur respawned sind. Stimmt. Provisions-Skeg. Oh Gott. Okay, er hat Akku auf mich. Ich komm dann auch drauf.
Oh, zum Glück nur Level 16. Oh shit, lol. Beide angekürzt. Ich glaube. Warte, hier ist ein kleiner hinter euch. Oh, ach, ich kümmere mich um den großen. Jetzt zum einen. Oh shit, der darf mich nicht treffen. Na komm, der ist gleich tot, der ist gleich tot. Ich überleb's, glaube ich, nicht. Ah, okay, wenn sie halt mich. Ja, alles easy. Oh Gott, ich habe nichts gesehen, aber. Oh Gott, irgendwas killt mich. Na, ich sehe auch gerade nur noch komplett schwarz. Scheiße! Steve, wir wissen mal, wenn du schießen würdest hier auf die Viecher. Ja, ich sehe komplett schwarz. Achso. Ey, ist voll rassistisch. Ach, da ist übrigens noch ein knallharter Säureskeg. Wie interessiert? Hallo. Ich habe genau 9 Leben. Boah, es wäre echt lustig, wenn man Granaten einfach in deren Maul schmeißen könnte. Oh, ich häng fest. Das wäre lustig, wenn der Skeg bei mir nicht durch die Welt packt. Ah, ich häng fest. In Borderlands oder? Auf mich anzukommen. Oh. Ah, verdammt. Ja, das war klar. Ah, der hat gerade sein Maul auf. Nice, der steht direkt vor mir. Mach okay, er ist tot. Ja, er ist tot. Ja, oh, shit. Ja, belebt. Okay, ich bin mal so lieb. Ach, jetzt doch nicht. Tot leben. Ich finde, das haben wir ganz gut hingekriegt, ne? Ich finde, wir ziehen jetzt da die ganzen Alpha-Skags da hinten. Ja, ich bin dafür, wir machen erstmal noch die restlichen, die hier stehen. Ja, aber dann ist noch eine Waffenkiste noch. Ah, oh cool, für die Sirenen, Säureartefakt. Oh. Leute, jetzt habe ich es aussehen einfach aufgesammelt, weil ich droppst immer. Ja, ich nehme mal das Medikit. Oh, ich habe eine Waffe. Hier ist die Waffe. Säureartefakt. Yay! Alles klar, kam auf einmal 5 Millionen Skeks angesprungen. Solange es nicht 5 Millionen und 1 sind. Oh, Alpha Skeks. Der hat mich umgerannt. Einfach so pam. Oh fuck. Oh shit. Nein, lass mich. Wo ist denn der kleine hinter? Oh, ich hab nur noch 31 Muni, sehe ich gerade. Musst du gleich mal zurück. Oh shit, den hinter mir habe ich nicht gesehen. Ich lade erstmal nach, bevor ich dich heile. Mit Game Logic und so. Oh Gott, die Sicht. Auf. Oh shit! Ich wollte dich grad wieder. Oh nice! Gerade. Ja, ich auch. Ich versuch dich mal in dem Radau hier. Ich hab voll den Kill geklaut. Okay, ich kann dich doch nicht in dem Radau wiederbeleben. Okay, ein ausgewachsener. Ah nice, du lebst wieder. Oh, was spückt mich denn noch da an? Okay, er ist auch tot. Ich hab noch 7. Sind hier noch welche? Nicht. Ich glaube, wir sind hier fertig. Hier liegt übrigens ganz viel SMG-Money. Yay. Es geht schon besser. Hier hinten auch. Oh, jetzt habe ich aus Versehen alles eingesammelt. Oh, ja, ich gehe eh mal kurz zurück, dann gehe ich mich einmal komplett voll halt an dem Automaten. Oh ja, du hast ja auch noch richtig viel Leben. Ja. Okay, er macht bei mir die Truhe nicht auf. Lol. Ah, jetzt. Wow, was eine tolle Sniper. Eine SMG, die nicht so cool ist. Ich nehme die SMG zum Verkaufen. Hihi. Hier ist Revolver-Muni. Oh, Level 14. Geil. Oh, ich klatsch mal eben zurück. Neuer Schild. Ah. Knappe 90 Schild mehr. Vielleicht überlebe ich ja jetzt auch mal. Wie viel Schild habt ihr denn eigentlich gerade? 150. Hier liegt übrigens ganz viel SMG-Muni. Da nehme ich sie eben. Oh, verdammt. Ich will überlegen, meine alte Sniper wieder zu nehmen, weil die noch Feuerschaden hat. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die mehr Damage macht. Ja gut, wenn das Feuer prockt, macht die mehr Schaden, glaube ich. Ich wechsle nochmal und dann sehe ich, ob die wirklich mehr Damage macht. Da musst du einfach mal gucken. So. Hier sind übrigens noch Granaten und SM und Repeater Muni. Ja, ich bin gerade wieder auf dem Weg. So, voll geheilt. Habt ihr euch eigentlich mal jemals Medikits gekauft? Nö. Also nur die Sofortampullen, die anderen Medikits, nö. Also die zum Mittragen halt, die auch Inventarplatz verbrauchen, meine ich. Die hab ich hab eins dabei, weil ich eins mal gefunden hab. Ja, manchmal findest du die, ich benutze die dann meistens sofort. So. Knallharter Räuber. Oh Gott. So, ich haben, haben wir alle Schockkristalle mitgenommen? Ja, ne? Ich dürfte, also wir haben auf jeden Fall eine gerade Anzahl, nur dass hier kommen wir. Sollen wir die Alpha-Skeks hier hinten noch machen? Ah ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich dachte, du warst hier gerade voll an.